Willkommen zu einer neuen Folge von The Forest. Diese Hallo. Folge haben wir vor, ein paar Bäumchen zu holen. Jo. Weil ja, wir genau, wollen unser Foundation. Wieso hast du das Ding nicht aufgemacht? Weil ich ein Assi bin. Dieser Hammer, der nervt mich. Verdammt, ich wollte dich wegdrehen. Ich dachte gerade, da liegt ein Ding. Ist da was reingelaufen oder warum ist die ausgelöst? Ja, was weiß ich. Da ist wahrscheinlich einer durchgelaufen, aber ist halt nichts passiert. Ich glaube, die Falle könnten wir echt fast wieder abreißen. Naja. Wie alle Fallen hier fast. Das ist ja alles so sinnlos. Ja, bin die ein bisschen enttäuscht von vielleicht rumbaumeln. Die ist ganz cool. Die bringt's vielleicht ab und zu mal, ja. Ne? Da hast du vielleicht einer weniger, der gegen dich kämpft, aber die anderen irgendwie. Der rennt da dagegen, es passiert gar nichts. Ne? Die wird ja ausgelöst und dann. Das ist schade irgendwie. Das ist ein bisschen traurig. Das war das und das. Das und das. Achso. Ach nee, ich hab mich doch nicht verguckt. Schon wieder zwei Eingeborene. Oh nee, nicht nur zwei. Vier Eingeborene. Ach man, man kann nie in Ruhe Bäume holen. Oder wenn ich jetzt Bäume auf sie fallen lasse. Es regnet Bäume. Stirbt. Wow, der hat getroffen. Echt jetzt? Ich glaube, er hat getroffen. Alter, wie viele sind denn da noch? Alter. Da könnte man die Knochen, könnte man fast direkt eigentlich. Wow, Alter, jetzt bin ich da reingelaufen. Wow. Ich bin gleich wieder reingelaufen. Ja, immer noch welche. Nochmal zwei. Was ist denn jetzt los, mitten am Tag einfach mal so 10 zu eingeboren? Kommt schon hier, lauft rein. Komm. Der muss von vorne reinlaufen, das ist nicht so einfach. Oder von der Seite. Nee, da funktioniert es nicht. Die löst nicht schnell genug aus. Du sollst reinlaufen. Oh, da lebt er noch. Lo, der immer noch mal, nur mal einer. Aber jetzt reicht's doch. So. Alter, wie viele waren das jetzt? Sollen wir die drüber tragen oder Feuer? Hier. Ich glaube drüber tragen, oder? Ja, trag mal die schon. Die Knockholder nehme ich erst damit. Weil die könnte man gebrauchen, die vielleicht nicht unbedingt für Rüstung, aber vielleicht fürs Geländer dann. Ja. Und wir können, ich weiß ja nicht, es gab ja mehrere Geländer, glaube ich. Es gab auch welche aus Stein. Stick, oder? Stein. Echt Stein? Gab's nee, auch? Stick gibt's nicht, glaube ich. Also, Steinmauer kann man bauen? Ja, die Steinmauer brauchen wir nicht als Geländer. Da wäre die Knochen, glaube ich, wirklich ein bisschen schicker. Das sieht ja mehr als Geländer aus. Ja, ich wollte ja nur sagen, dass das möglich wäre. Jetzt kämpfen wir wirklich direkt neben der Falle da, ne? Ja, nichts passiert. Und zweimal laufen wir beide rein. Das stimmt eigentlich, ja. Warum ist da Fleisch drin? Ah ne, das ist nicht, das zeigt dann, dass ich Fleisch reintun könnte. Noch irgendwo eine Leiche jetzt? Ja, da liegt immer noch einer. Ey, die kommen jetzt echt in Riesengruppen, ne? Das ist brutal. Ja. Ach, jetzt habe ich das voll. Gott, kann ich mit dem Ding bumpen? Ja, ich kann mit dem. What the fuck, also mit dem geht's richtig gut. Glaube ich. Mit dem Kletterding, oder wie? Dem klettert, na gut, nee, mit dem geht's doch nicht so gut. Aber mit dem könnte man theoretisch auch bäumen. Dauert aber zu lang. Warum höre ich eigentlich hier so richtig krass das Meer? Ich höre richtig krass das Wasser plätschern hier. Und ist hier ein Fluss oder so, wo ich bin gerade. Nee, ich höre nichts. Zwei Rehe. Ist gut. Rehe ist gut, das brauchen wir für die Schneewelt.
Wo sind die? Da ist einer. Ja! Ach, du wischt. Sehr schön. Alter, ich bin mittlerweile richtig gut mit Speer und Pfeil und Bogen. Sehr gut. Ich weiß ungefähr, wo ich hinzielen muss. Das ist richtig der Hammer. Aber noch ein Reh. Ich höre... Oh nee, komm, jetzt lass mich doch einmal in Ruhe. Das ist echt so piepen, sowas. Sag mir nicht, dass Schüler welche draußen. Ja, zwei Stück. Leben. Oh. Lol, ich hab den Eimer angeditscht und der war tot. Ja, es gibt doch sehr schwache, aber es gibt auch starke. Die kennt man aber irgendwie gar nicht. Was jetzt was ist. Und noch mehr Knochen. Ich komme gar nicht zum Baumfällen. Kümmer du dich um die Bäume, ich kümmere mich immer um die Besucher. Okay? Hm. Okay. Ich glaub dein Ding auf mal ein bisschen aufs. Ja gut, aber auch wenn jetzt jeden Tag da was wächst, ne? Oder jeder Abend, sag ich mal. Ja, es geht. Bleibt doch eigentlich ziemlich zurückhaltend, sag ich mal. Ja, es ist. Es geht. Wir können den Wald erfolgreich bekämpfen. Wo war die Leiche? Ach da. So, das noch rein, das noch rein. Ach so. Ganz Knochen, das Feuer ist aus. Das Feuer ist aus, ja, ich sehe es. Ich leg mal die Leiche daneben. So. Du kommst da mit rein. Alter, das war jetzt eine Fuhre. Ein Angriff. Denkt mich doch. Ja. Das ganze Körbchen fast voll. Wegen einem Angriff. Aber es war jetzt vielleicht gar nicht mal so schlecht. Die kam eigentlich ein bisschen wie gerufen, muss ich ehrlich sagen. Ja, Alter, ich habe überhaupt keine Ausdauer mehr. Dann macht ihr doch so ein Ausdauerding. Ich finde die voll gut. Energy, Pflanzen. Voll. Jo, habe ich schon. Ich habe eh noch 4 gehabt. Gut, dass du sagst. Ich hätte Soda getrunken. Ach, komm schon. Meine Ausdauer alle. Kurz warten. Komm schon. Der muss doch langsam. Ja, endlich. Ich will nicht runter. Dann nehmen wir da mal. Komm. Oh nee, ich höre Schüsse. Nicht. Ach da. Ja, da sind sie wieder. Alter, zwei Stück schon wieder. Es ist doch zum Bieten. Wo kommt ihr die ganze Zeit her, ihr Bastis? Ja, einer ist da und der andere ist weggelaufen, glaube ich. Ne, der ist da unten immer noch. Ja. Ich kümmere mich mal. Nein, jetzt hat sich der Reh wegbewegt. Scheiß Reh. Danke, Eingeborener. Oh, ich habe vielleicht die falsche Waffe. Alter. Meine Rüstung ist jetzt komplett weg. Boah, leck, der einzelne Sprung, ne, der fickt doch ganz schön hart, ne? Na, jetzt habe ich gegen Baumstumpf gekommen. Lol, hat der gerade meinen Angriff geduckt? Hat sich gerade geduckt? Oh. Ja, bei mir ist er auch einmal so. Und manchmal sind die eher. Manchmal habe ich das Gefühl, die sind gar nicht mehr so scheiße. Der hat sich echt gerade geduckt? Ich habe übel ihn drüber geschlagen. Ja, das ist mir auch manchmal passiert. Ich habe noch nichts schön. Er erinnert mich wieder voll an Schillery, wenn man zu schlecht an der Glück zieht. Ach ja. Ah, ich bekomme langsam wieder Hunger. Wieso? Jetzt wird's wieder dunkel, jetzt schon. Was habe ich denn hier eigentlich auf meinem... Ach, ich habe ja eine Leiche mitgenommen. Kein Baumstamm, ich bin ein Depp. Ist voll nicht Leichen stapeln. Ah, nicht schlecht. Ja,
Aber so Mutanten draußen eher weniger, ne? Also vor allem hier bei unserer Festung, ne? Ja, eher weniger. Ach, einmal habe ich einen gesehen, als das rumgebackt hat bei mir, dass es die Bäume, die spawnt sind in meiner Nähe. Da war mal ja, so ein fetter Stampfer bei uns in der Nähe. Ja, bis jetzt haben wir halt bis zwei Mutanten gehabt, direkt von uns. Ja, und das wäre theoretisch der dritte, aber der ist ja nie zu uns gekommen. Ja. Oh, da ist ein Reh. Ja, ja, ich jag's gerade. Oh, da sind mehrere Rehe, zwei Rehe. Voll daneben. Ich schaff es. So. Hab es. Jawohl. Jawohl, ich habe auch eins. Schau dir lieber den Sonnenuntergang an. So. Welcher Sonnenuntergang? Eher der Mondaufgang. Ja, oder Mondaufgang. So, bring ich das mal zurück hier. Natürlich bleibe ich wieder bei jedem einzelnen Baumstumpf hängen. Oh Mann, ey. Scheiße, ich habe einen Spürhund. Aber weil du früher, weil du letzte Folge, glaube ich, jetzt mal gesagt hast, ne, weil, fällt mir gerade so ein, gesagt hast, diese Tür, die man verschließen kann, ne, die wir auf unserem Balkon haben, hast du gesagt, die ist eher gegen Spieler. Meinst du, gibt es dann wirklich Leute, die das dann gegeneinander spielen? Also so, dass jeder seine eigene Siedlung hat? Ich könnte es mir vorstellen, weil man kann ja insgesamt zu 8 spielen. So dass man immer so zu Zweiergruppen oder 4 gegen 4 oder sowas. Ich könnte es mir vorstellen, dass man ja, dann man am Anfang ja sagt, so, er will zusammenspielen. Hm. Und dann baut sich jeder so eine kleine Festung auf, sag ich mal, und dann vielleicht Katapult und so, Belagerung und so. Wäre noch. Könnte ich mir schon vorstellen. Doch, da hast du recht. Aber ich weiß nicht, wie. Ja, vielleicht kurzzeitig könnte es vielleicht spaßig sein, aber. Hm. Ist natürlich auch dann. Na gut, die werden aber immer angezeigt, ne? Also kann man auch keinen Überraschungsangriff machen. Naja, eigentlich nicht. Deswegen weil sonst meine ich das. Könnte es also echt gefährlich sein, wenn man so alleine mal jagen geht oder weil so. Dann sieht, das ist auch noch voll unfair dann immer so ein bisschen so. Also jeder wird dann von jedem angezeigt, was er gerade baut, wo er baut vor allem, ne? Ja klar, das ist halt. Wo er baut, wo er sich gerade aufhält und wie viele Loks er braucht. Tue ich mir das echt stressig vorstellen, auch wenn man zusammenspielt, echt. Ja, das sind einfach dann zu viele, ne? Das ist einfach so, jeder echt redet rein und das ist. Ja, ah, zu 8, ich glaube, das wird schon sehr grenzwertig. Aber du kannst halt mega bauen, ne? Dann wahrscheinlich. Extrem schnell, ja. Das ist halt mega Projekte. Ja, zu 8, Alter. 6 tun ganze Zeit Baum fällen, 2 tun ganze Zeit rüber schippen und bauen. Hm. Das wäre schon was. Das haben wir relativ viele geschafft, also ich bin ein bisschen enttäuscht. Nur 4 Lockholder und ein angefangen. Das ist jetzt ein bisschen, ja, weil wir die ganze angegriffen wurden. Ja, weil wir ganz angegriffen worden sind, das ist echt. Apropos Angriff, da müssten noch ein paar Knochen liegen. Ja, habe ich recht gehabt. Müssten noch ziemlich viele rumliegen. Dieses Ding ist voll, oder? Ne, noch nicht ganz, oder? Doch. Echt? Ne, bei mir nicht. Jetzt ist voll. Okay. Oh ne, ich habe einfach keine Dinger mehr gehabt. Das kann auch sein. Guck. Stimmt, ich habe vielleicht auch keine Knochen mehr. Ja, es ist Nacht. Kann man schlafen? Geht gleich. Ich speichere mal. Warte, ich speichere mal. Genau. Das Essen kann ich auch schnell. Ich schau mal kurz, was habe ich denn hier so alles? Wieder Fleisch. Ja, aber ich denke noch gleich das Reh Fell hin. Ja, genau, das ist eine gute Idee. Nee, nicht das Hasenfell, da das dann. Oh, jetzt sind wir da voll oder wie? So, jetzt habe ich noch ein Hasenfell. Genau, das habe ich. Jetzt habe ich noch Lizard Skins. Echt Lizard Skins? Cool. Ich habe 2 Lizard Skins. Das ist schon wieder ein Eingeborener von unserem Ding. So, wir können schlafen. Echt? Ja, warte, ich bin gerade beschäftigt. Beeil dich mal.
Bin ja schon dabei. Schneller. Nein. Doch. Was denn du? Das sind echt viele. Ach so, du tust jetzt. Ach so, jetzt. Da habe ich schon gedacht, so. Du hast die alle gejagt. So. Jetzt haben wir endlich mal relativ viele Hasen-Skins. Das muss man nicht mehr brauchen. Ja, aber jetzt haben wir keine Lizard-Skins mehr. Ja gut, was heißt brauchen? Vielleicht ja, brauchen wir später dann nochmal. Die braucht man dann für ich glaube, für die Schuhdinger braucht man die doch nochmal, oder? Für die Schneeschuhe. Dann wollen wir noch ein Bett bauen. Ja, dann wollen wir noch ein Bett bauen und dann schauen wir mal. Ja, genau, das passt dann schon. Das passt dann schon. Lieber im Vorrat. So. Komm, noch ein paar Bäume, oder? Folge. Wie lang? Hast du geguckt? Ich glaube, 5 Minuten haben wir noch, oder? Echt? Oder? Ja, ich vertraue dir einfach mal. Ich hab echt... Ja, ich mach's so. Komm schon, 2 Fuhren, das schaffen wir jetzt noch. Ah, wunderbar, sehr schön, da ist einer. Aber doch, das Nachwachsen, das ist doch ganz cool. Dankt mal schon. Ich dachte, das ist dann zu extrem, dass jede Nacht irgendwie du plötzlich wieder ein ganzer Wald vor deiner Haustür ist, aber... Es ist nur 10%, also es ist echt in Ordnung. Die Bäume vor unserer Tür können wir mal schön abholzen, das passt dann schon. Ist halt immer relativ verteilt, ne, das ist blöd. Ja, gut oder schlecht, das weiß man jetzt nicht, ne? Ja, gut, das stimmt auch wieder. So, dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit. Hauen wir mal da rein. Hä, waren das nur 2? Willst du mich verscheißern? Ach ne, da oben. Dich nehmen wir mit, dich nehmen wir mit. Hallo, CC? Dann euch nehmen wir mit. Was war das? Dick collected. Nee, ich glaube auch, dass den Zuschauern es auch, glaube ich, besser gefällt, wenn wir die Bäume nachwachsen lassen, dass es nicht allzu abgerodet ausschaut. Ja. Ja, aber das war schon echt, wir waren echt weit drin. Vor allem jetzt, wo ich dann sehe, wenn der Baum wieder, so Bäume wieder da sind, ne, wie weit wir einfach drin waren. Das war ja nicht mehr normal. Schau mal, hier ist unser Fall und die kam mir immer vor, als wäre die direkt, die war immer ein Symbol von mir, hey, ich bin gleich daheim, aber wenn ich hier rausgehe, die ist ja noch ewig weit weg. Ja, ist echt krass. Waren wir schon sehr aktiv. Ja gut, jetzt sind wir glaube ich über 70 Folgen. Ja, ja gut, wenn man es so sieht, ne. Also ich wäre jetzt bereit, jetzt müsstest du noch dein Ding holen, dann könnten wir das Floß noch befüllen und dann könnte es losgehen. Esse ich nochmal was und trink schon was. So, dann tun wir das dahin. Dann nehmen wir das Teil. Sagen wir unsere Abwehr, also die Spieße da, die sind auch ganz schön vorangekommen, ne? Also. Ja, naja. Ja, doch, da haben wir schon ein ganz schönes Stück. Also so nebenbei. Naja, so viel ist es glaube ich auch nicht. Hey, wir haben die linke Seite komplett, also die Strandseite hier komplett, da oben bis zum Berg hoch und auf der hinten auf der Strandseite haben wir auch alles. Ja, aber wenn man sieht, wir haben davor vielleicht vor 20 Folgen angefangen oder so. Ja, aber wir haben es ja dann nie wieder weitergemacht, da war es immer nur so nebenbei, habe ich immer mal wieder welche reingehauen, genau, wenn ich mal Stein voll hatte oder so. Holen wir noch eine Fuhre, aber... beide. Ja, gut, eine Fuhre. Halt sieht, ne? Dann ist das Ding auch voll noch. Einen Lok brauchen wir noch, dann ist es voll. Na gut, dann komme ich schon mit. Dann machen wir beide einen Wagen nochmal voll und dann... Was? Achso. Nee. Reicht dann, glaube ich, oder? Echt, sollen wir nur noch das nehmen? Oder einen Baum noch? Ein scheiß Ruhe. Du bist damals so mit Überlänge her. Ich weiß nicht, du hast gesagt, wir haben noch 5 Minuten. Huch! Dann können wir direkt nächste? Hast du gerade? Ich glaube, man kann die Baumstämme. Oh. Die Baumstümpfe.
Ja, Baumstümpfe weghauen. Komplett weghauen, dass sie nicht mehr nachwachsen. Hm. Das ist cool. Wieso? Das ist geil. Na ja, gut, stimmt, wenn uns jetzt irgendwo was nervt, dann... Echt, war's das jetzt? Ja gut, dann können wir das außenrum eigentlich die ganzen Baumstümpfe weghauen und dann... Ja, aber so schlimm können wir es immer nachwachsen lassen, also, falls es mal zu nah kommen sollte. Das ja. Da oder es... Sehr schön. Schnauze. So, dann haben wir das auch noch ein bisschen was, dann esse ich und trinke ich noch was und dann können wir direkt... Warte, hau ich da Pause. Pausieren. Z, hau ich was zweimal was zum Essen drauf. Brauchen wir eigentlich Z, C. Einmal was trinken. Hab ich irgendwie Fälle oder so? Nee. Gehst du baden oder wie? Eine ganze Schweißrunde baden. So. Ja, wunderbar. Eat. Und eat. So, wunderbar. Jupp, dann war's das eh schon wieder. Ja, für die Folge und kommt voll das Skelett raus. Schade. Hallo. Hallo. Okay, ciao. Ciao.